Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir testen heute den Necromancer auf dem Beta-Server. Das allererste Gameplay, wir gehen direkt rein. Wir gucken mal, was die Klasse so drauf hat, welche Fähigkeiten sie hat und ob das alles so schon funktioniert. Zum Balancing kann man natürlich jetzt zum ersten Eindruck nichts großartig sagen. Wir verschaffen uns aber erstmal einen ersten Überblick über die neue Klasse. Und wir sehen natürlich auch direkt das Main-Attribut Intelligenz. Das war schon fast zu erwarten. Summons undead minions that perform additional attacks und also beschwört zusätzliche Mitstreiter oder sag ich mal, ne, beschwört die, die zusätzliche Fähigkeiten oder Angriffe raushauen. So, und wir gehen mal direkt rein. Wir sind hier wie gesagt auf dem Beta-Server, das heißt, es ist noch nichts irgendwie hier in Stein gemeißelt oder so. Das ist jetzt wirklich der erste Eindruck von der neuen Klasse. Und hier sehen wir auch direkt, also es kann sich immer noch viel tun. Ne? Also es ist jetzt ein temporärer Zustand des Games gerade und es kann sich an der Klasse noch was machen. Ne? Und wie gesagt, das bleibt noch abzuwarten, wie sie nachher dann wirklich so ins Spiel kommt. Ne? Summoning, also beschwören. You have a 50% bitte nicht wieder über mein Englisch, was ihr meint. Dankeschön, wäre ich euch sehr verbunden drüber. Chance to summon one of three undead minions to your side instead of attacking. Also ihr habt die Chance, eine von dreien untoten Minions zu beschwören, anstatt selbst anzugreifen. This minion additionally attacks your enemy after your own attack. Also es greift zusätzlich nach eurer normalen Attacke an. You cannot summon minion when fighting mages. Also die Magier sind wieder die einzigen, wo das Ganze nicht gilt, gegen jede andere Klasse schon. Ne? So, Abilities. Dann haben wir hier einmal das Skeleton. His persistence drives the enemy mad. When the skeleton performs his last attack, he has a 50% chance to revive himself for another attack. Afterwards, this revival can be triggered a maximum of 2 times. Also kann maximal 2 Runden gehen und es hat die Chance, nachdem man einen Angriff ausgeführt hat, hat es eine 50% Chance, sich selbst wieder zu beleben und einen weiteren Angriff auszuführen. Ne, das Ganze bis zu 2 Mal und das ist die Fähigkeit des Skeletts. Dann haben wir einmal das Hound. The most loyal Bone Muncher. This summoned Hound pounces on your opponent once and deals the most damage of all minions. In addition, this resurrected quadrupled has an increased chance of dealing critical damage. Also dieser macht wohl am meisten von den drei Fähigkeiten an Schaden. So, es hat auch die Chance, einen kritischen Schadenstreffer rauszuhauen. Also hier auch wieder tatsächlich ein bisschen glücksabhängig. Ne? Also der Necromancer beschwört in dem Fall hier so eine Art Hund irgendwie und kann dann halt für einen angreifen. Und genau, das ist das Ding, hält allerdings nur eine Runde, nicht wie das andere 2. Damage Factor 75%, Crit-Hit-Chance 10% und maximale Crit-Chance 60%, Crit-Damage-Bonus 50%. Und dann haben wir als drittes den Golem, den der Necromancer beschwören kann. Also ich lese mir das jetzt auch alles das erste Mal durch. Ne? Oh Gott, ich sehe schon wieder, ich bin komplett überbelichtet hier. The Ultimate Meat Shield. Also das ist wohl wahrscheinlich eher die defensive Variante. The Golem has a 25% chance of repelling attacks, but due to his defense stance and limited movements, he deals very little damage with his attacks. Länge 3 Runden, Damage Factor minus 25%. Also das hier ist auf jeden Fall der Golem, der bis zu 3 Runden da sein kann. Also von den 3 Beschwörungsmöglichkeiten hier, die am längsten bleibt und hat halt eine 25%ige Chance, dass Angriffe abgewehrt bzw. Repilling, weiß ich nicht ganz genau, was das heißt auf Deutsch, gespiegelt werden können. Wir gucken uns das Ganze mal einfach in der Praxis an, würde ich sagen, bevor wir hier lange rumschnacken, überzeugen wir uns einfach selbst. Wir gehen mal nicht in die Quest, sondern wir suchen mal, ich weiß nicht, haben wir schon eine Gilde hier? Nehmen wir einfach mal Join. Ja, hier haben wir ungefähr die gleichen Voraussetzungen, würde ich mal sagen, sodass wir ungefähr auch Gleiches hier sehen können. Also, ne, und wir kämpfen hier unter gleichen Bedingungen, würde ich mal sagen. Deswegen gehen wir mal hier rein
Und er beschwört zuerst den Golem, haut jetzt einen Schaden raus und wir beschwören auch den Golem tatsächlich, ja. Und haben jetzt quasi eine Art Schild, wo wir halt eine Chance haben zu blocken und dealen sogar noch ein bisschen Damage. Er hat jetzt hier seinen, sein Skelett beschworen, was jetzt, okay, also zwei Necromancer gegeneinander sind auf einmal ziemlich viel. Ja, also das ist ziemlich krass. Ich hätte vielleicht mal erst gegen eine normale Klasse kämpfen sollen, weil hier haben wir jetzt alle Fähigkeiten auf einmal auf beiden Seiten hier am Start. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, er beschwört hier wieder sein Skelett. Was beschwören wir? Auch unser Skelett. Und haben dann wahrscheinlich die Chance... Oh, guck mal, er hatte jetzt die Chance gehabt, dass er sich wiederbelebt. Da haben wir es in der Animation gesehen, ne? Ich würde ganz gerne auch nochmal sehen, wie wir... Oh, meine hat sich jetzt auch wieder beschworen. Boah, okay. Also die Klasse auf den allerersten Eindruck finde ich sie ziemlich random. Also es hat für mich so den Anschein, als ob es so eine Art Demon Hunter ist, aber in noch zufälliger. Also du hast drei Möglichkeiten, du hast drei Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu beschwören und das ist ja schon erstmal random an sich, ne? Eine von den dreien zu beschwören. Du kannst es nicht aussuchen, du kannst es nicht triggern irgendwie, sondern es ist erstmal random und dann ist jede Fähigkeit, die du random bekommst, auch nochmal random. So, also ne, es ist random, ob sich das Skelett wiederbelebt, es ist random, ob hier der Hound anfängt zu kritten, es ist random, ob der Golem krittet, so, ne. Wie gesagt, es ist hier der allererste Eindruck und es kann sich, wie gesagt, auch noch viel ändern an der Klasse an sich. Aber das ist erstmal so mein ganz, ganz erster Eindruck. Okay, wir haben wieder den Golem, das heißt ein bisschen Schadensreduzierung. Er beschwört ihn auch. Wir haben noch kein einziges Mal gesehen, dass, okay, das ist interessant, dass wir hier diesen Hound beschwört haben auf der einen oder anderen Seite. Vielleicht kommt es jetzt mal. Nee, wieder den Golem. Also ist schon, der scheint mir sehr selten zu sein hier irgendwie. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist natürlich, oh, alles random. Jetzt kommt er hier. Och, schade. Okay, da hätte ich aber noch ganz gerne mal den Damage gesehen von dem Hound. Wie der so aussieht, wie der jetzt reinscheppert, das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Ne, dazu ist ja der Beta-Server da, damit wir uns die Klasse mal angucken und uns einen ersten Eindruck verschaffen hier von dem Ganzen. Okay, dann haben wir hier Meat Shield gegen Skeleton jetzt. Ich muss sagen, so vom, ja, von, also dieser Golem, der macht schon einen ziemlich soliden Eindruck. Also, dass er halt so Angriffe abwehren kann, ist halt wie ein Kriegerschild so mäßig, ne? Und haut halt noch zusätzlich nochmal ein bisschen Damage nochmal raus. Okay, also das war ziemlich krank. Also da hat uns der andere Necromancer aber ordentlich auf den Sack gegeben jetzt gerade. Obwohl es eigentlich, ich weiß nicht, ob wir bei allen die gleichen Voraussetzungen haben oder so. Nee, guck mal, der ist ja zum Beispiel deutlich stärker. Hä? Warum hat der denn so viel krassere Stats auf einmal? Hat der sich hier schon verbessert oder? Keine Ahnung. Na, wir greifen mal hier den Caesar an. Vielleicht ist das auch der Caesar, der Assassinen-Caesar. Greifen wir mal an. Hier haben wir ja ungefähr dieselben Voraussetzungen, also es sind fast genau die identischen Voraussetzungen. Also kann man hier, denke ich mal, auch am besten beurteilen, welche Fähigkeit gegenüber einer anderen Fähigkeit mehr Sinn macht. So, wir haben jetzt zum Beispiel den großen Vorteil gehabt, dass, da hat er wieder den Hound beschworen. Das hätte ich ganz cool gefunden, wenn wir das mal sehen. Aber ja, da haben wir zum Beispiel den Random-Faktor halt eben gut ausnutzen können, sag ich mal, dass wir halt wieder darauf gesetzt haben, dass sich unser Skelett wieder beschworen hat, wodurch wir diesen Kampf auch ziemlich krass dominiert haben. So, dann gehen wir nochmal rein. Warum hat er... Okay, hä? Ich check gar nichts. Warum hat er jetzt auf einmal hier 10k und 13k und 10k? Liegt das mit der Waffe? Hängt das mit der Waffe zusammen? Die ist nicht deutlich besser. Das ist halt mehr was wir haben, ist mehr so eine PvE-Waffe und hier haben wir eine PvP-Waffe. Vielleicht equippen wir die mal aus. Aber warum sind jetzt auf einmal die Werte so, so extrem hochgegangen hier? Das finde ich ja. Okay, hier haben wir noch jemanden, der hat die Werte. Okay, nee, warte mal, was? Meine Werte sind jetzt auch auf einmal hochgegangen.
Es kann sein, dass die hier noch live irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, die Werte jetzt erhöhen oder so. Auf jeden Fall sind jetzt ja, die Werte anscheinend von allen Leuten gestiegen. Also jetzt nochmal gleicher Test unter gleichen Bedingungen. Und jetzt haben wir hier, oh, jetzt haben wir einen, oh mein Gott, Alter. Jetzt haben wir einmal diesen Hound gesehen und der ist ja auch richtig krank. Also der hat ja richtig Damage gemacht gerade. Also da müssen wir gehen mal mit der Waffe rein hier. Ja, vielleicht haben wir mal die Möglichkeit und sehen mal so einen richtig kranken Crit-Treffer auch nochmal mit dem ja mit dem Hound in Verbindung. Okay, also das scheint mir erstmal schon eine solide Fähigkeit zu sein hier an sich. Oh mein Gott, Alter, jetzt gibt er uns aber böse. Also ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, Necromancer gegen Necromancer, wer zuerst anfängt, der ist aber stark im Vorteil. Also der ist sehr, sehr stark im Vorteil, weil er jetzt erstmal schon sein Schild aufbauen konnte, konnte dann schon angreifen. Bis wir dann unsere Fähigkeit beschworen haben, waren wir schon fast tot gewesen. Also sehr interessant hier. Okay, jetzt fangen wir direkt mit dem Hound an. Unseren Treffer und, okay, schade. Also wenn der Treffer danach noch crittet, ne? Dann ist aber schon Schicht im Schacht hier, muss ich sagen. Ne, wir gehen nochmal rein. Dazu sind wir da, dass wir das Ganze hier mal so ein bisschen beurteilen. Wir können auch nochmal gleich in die Dungeons reingehen, um mal zu gucken, wie weit wir da kommen. Ne? Alter, das ist aber eine sehr interessante Klasse. Ich weiß auch noch nicht, ob das vom Design her so bleibt. Ne? Ob das ja auch mit den Animationen oder die ganzen kleinen gezeichneten ja, Begleiter, die hier der. Alter, guck dir das mal an. Hey, jetzt. Was? Was war das denn? Wir kamen jetzt gar nicht dazu, unsere Fähigkeit zu beschwören. Wir haben ihn jetzt einfach so platt gemacht. Er hatte die ganze Zeit hier ein Skelett auf dem Spielfeld gehabt. Und trotzdem haben wir ihn hier komplett eliminiert. Das müssen wir uns aber nochmal anschauen. Das lag, glaube ich, daran, dass wir. Okay. Ah, okay. Also. Oh. Ja, okay, ich verstehe. Also. Wenn jetzt der Gegner anfängt, oder wir haben angefangen, er beschwört und wir haben dann nochmal einen Schlag. Also in dem Zug, wo er einen Minion beschwört, haben wir dann, oder sind wir dann mit unserem Zug nochmal dran, ne? Das heißt, das muss ich halt wirklich erst aufbauen. Ja, mit den Fähigkeiten. Oh, ja, also es ist auf jeden Fall eine interessante Klasse. Muss ich mal so sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie langfristig spielen werde. Keine Ahnung. Aber wenn sie irgendwann erscheint. Alter. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich dazu sagen soll. Ne? Wie gesagt, es ist ja erstmal alles Beta hier. Ne? Deswegen kann sich, wie gesagt, auch noch viel ändern seitdem her. Es gibt auch, glaube ich, Leute. Gibt's hier Leute, die. Ja, oh, hier. Oh mein Gott. Das wäre ja auch interessant, mal zu sehen, wie die Fights hier aussehen. Die Glück gehabt haben und hier so ein. Stufe 600er Necromancer bekommen haben. Ich habe leider nur ein Stufe 300er Necromancer bekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber das ist halt so bei dem Beta-Server. Da kannst du Glück haben, kannst aber auch Pech haben mit den. Oh mein Gott, der ist auch zweimal ausgewählt. Okay, ja, wir testen mal so ein bisschen gegen andere Klassen auch vielleicht mal. Hier gegen Kundschafter als Beispiel. Sieht es ja jetzt schon wieder gar nicht mal so cool aus eigentlich. Also, ja, weiß nicht. Mal gucken, ob wir irgendeine Klasse finden, die ungefähr auf unserem Level ist. So. Achso, wir sind ja hier auf S31, lul. Guck mal, da kann ich gegen mich selbst kämpfen. Boom, jetzt kann ich sagen, ich habe einen Necromancer platt gemacht. Jawohl. ja, ich weiß nicht. Wir müssten mal irgendwie eine Klasse finden. Ah, das ist schwierig. Wo haben wir denn? Ja, ich weiß nicht. Stufe 300. Haben wir hier irgendwo Leute? Ja, da sind wir tatsächlich schon einigermaßen nah dran hier. Hier vielleicht so. So ein Kundi. Ja, der sieht zwar stärker aus als wir. Deutlich stärker. Ja. Ja. Okay. Also gegen Kundschafter macht er schon wieder gar keinen Bock, ne? Also die Fights sahen eben ganz cool aus. Aber wenn so Kundschafter ausweichen und so. Ist ja schon wieder gar nicht mehr so cool. Wir gucken mal, wie gegen den Magier das Ganze aussieht hier. Ob hier irgendeine Animation stattfindet. Nee, gar nichts. Passiert einfach gar nichts. Okay. Ich dachte vielleicht, dass zumindest angezeigt wird, dass wir nicht beschwören können gegen die andere Klasse. Okay, hier sind wir ungefähr auch gleich von den Werten, würde ich sagen.
die heiße Stute, also im wahrsten, also hat hier wirklich, ne, also ne, so heißt sie halt, hat hier halt die Chance zu blocken. Deswegen gucken wir, oh, wenn wir den, oh, hätten wir den durchgekriegt, noch den Hound hier, ne? Dann würde das, dann wäre der Kampf vielleicht noch ganz anders ausgefallen. Okay. Hier, wie sieht's denn mit dir aus? Da würde ich sagen, er ist ein bisschen schwächer als wir, von den Stats her. Alter, bis wir unsere... Alter, hey, was ist das denn, Junge? Also bis wir hier irgendwann mal unsere Combo aufgebaut haben, da fehlt's ja vorne und hinten. Okay, jetzt haben wir den Hound hier einmal. Oh mein Gott, das macht ja gar keinen Spaß. Alter, das... Oh, zweimal hintereinander. Alter, nee, das, also das hat... Das macht ja gar keinen Spaß, ne? Also, wenn... Okay, wenn zweimal hier unsere... Oh mein Gott, wie teuer. Wenn zweimal unsere Angriffe gedodged werden... Ja, komm, Wenn zweimal unsere Angriffe gedodged werden und dass diese Hound-Angriffe sind... Hä? Wie noch den Mushrooms, Alter? Hast du mal geguckt, wie viel ich auf dem Konto habe hier? Ja, also das macht auf jeden Fall keinen Spaß. Ich wollte mir jetzt mal die Verzauberung holen hier. Einmal für die Waffe und für die Handschuhe. Das ist wichtig für die Kämpfe. Dass wir hier auch mal zuerst angreifen, vielleicht mal. Und dann würde ich noch mal ganz gerne gegen einen Kundschafter rein. So, von den Werten ungefähr identisch. Boom. Ah, Digga, nee, also, das ist ja, das macht, also... Nee, da muss ich sagen, tut mir leid. Das bockt, also das bockt gar nicht, wenn man zweimal so eine Angriffe gedodged bekommt hier. Gucken wir mal gegen den Assassin, wie es hier aussieht. Hat ja auch die Möglichkeit auszuweichen. Ja, das sieht mir nach einem Kampf aus, der relativ ebenbürtig ist. Aber wir kriegen hier auch ziemlich auf den Sack. Wir haben, also ich habe das Gefühl, wir bekommen fast keine Angriffe durch irgendwie. So, jetzt haben wir unsere Fähigkeit beschworen. Nächste können wir erst angreifen. Und da haben wir den doppelten... Oh mein Gott, Digga. Ja, also die ist ziemlich random, die Klasse. Also, ja, kriegst du deine Angriffe durch, dann schallert es dir aber richtig um die Ohren hier. Aber wenn du es nicht schaffst, okay, dann sieht es ganz, ganz düster aus. Oh, so wie hier. Weil du musst halt deine Fähigkeit aufbauen. Dafür brauchst du erstmal schon eine Runde. Dann greift der Gegner nochmal an. Das heißt, du bist zwei Runden im Rückstand. Kannst dann vielleicht wieder ausgleichen. So, ne? Also die Fähigkeiten an sich, habe ich das Gefühl, sind sehr stark. Aber die erstmal so durchzubekommen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem vom Necromancer. Was ich jetzt hier so bisher feststelle und was so mein erster Eindruck ist für die neue Klasse hier. Ja, so, da können wir jetzt auf einmal wieder blocken. Ja, also schwierig, schwierig. Ich lasse erstmal noch ein bisschen Zeit ins Land streichen, würde ich sagen. Aber so mein erster Eindruck, auf jeden Fall sehr random die Klasse. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren, was ihr zu der neuen Klasse hier sagt. Und ja, wie euer erster Eindruck hier verfällt von dem Necromancer hier. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt und ob noch irgendwas passiert so mäßig oder ob die Klasse dann so auf die Live-Server kommt. Wir werden sehen. Aber das soll es erstmal für das Video heute gewesen sein. Sollte einen kleinen Eindruck verschaffen zu der neuen Klasse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.